Verehrtes Publikum, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in der kommenden Spielzeit 2021/22 wieder live für Sie spielen dürfen. Ich begrüße hier den Intendanten der Philharmonie Essen, Hein Mulders, und ich begrüße die künstlerische Leiterin Marie-Babette Nierenz. Beide werden Ihnen nun das neue Programm der kommenden Spielzeit vorstellen. Die erste Frage geht an Hein Mulders. Raphael Pichon, das ist der Name, den man als erstes nennen muss, denn das ist unser Artist in Residence der kommenden Spielzeit, gemeinsam mit seinem fantastischen Ensemble Pygmalion. Was macht diesen Künstler so besonders? Was erwartet uns? Ja, Sie sehen hier auf dem Bild Raphael Pichon. Die Südwestdeutsche Zeitung hat Pichon und Pygmalion diese Spielzeit als bester Bach-Interpret in der Welt genannt. Und das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich, wenn man die Aufnahmen, die sich bei Pygmalion sehr auf Johann Sebastian Bachs Werke fokussieren, dann fällt auf, dass da eine große Klarheit in der Interpretation kombiniert wird mit einer großen Klangsinnlichkeit. Und das macht gerade dieses Ensemble heutzutage so herausragend. Also in 2015 hatten wir Pygmalion und Raphael Pichon schon eingeladen zu der Philharmonie. Dann waren sie schon Stars in Frankreich und hier in Deutschland noch nicht so bekannt. Und in 1819 kamen sie zurück mit Bachs Hohe Messe und dann war der Saal schon voll. Also den Ruhm ging den Künstler und Künstlerinnen voraus. Und jetzt war es auch dann an der Zeit, um das Ensemble und den Gründer hier mal zu feiern mit einer großen Residenz, mit nicht weniger als 7 Konzerten. Und auch in dieser Residenz steht das Werk von Johann Sebastian Bach zentral. Das Herzstück mitten in der Residenz wird sein La Vie du Christ, das Leben Christi, verteilt über 3 Abende. Also konzentriert sich auf 3 Phasen von Christus Leben, die Geburt, das Leiden und die Auferstehung, zusammengestellt aus Stücken vom Weihnachtsoratorium, Johannespassion und das nicht so oft gespielte Osternoratorium von Johann Sebastian Bach. Das, was Pichon so ausmacht und so besonders macht, ist, dass viele von seinen Programmen so einen roten Faden haben. Das heißt, dramaturgisch hat er immer Kombinationen zusammengestellt, was diese Konzerte so einmalig machen. Und auch in dieser Vie du Christ, Christus Leben, wird man Zeitgenossen von Bach kombinieren mit Bachs eigenen Werke. Das war ein Traum von Pichon und dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit in unserer Residenz. Und auch das Eröffnungskonzert mit seiner Gattin übrigens, Sabine de Vielle, die auch eine herausragende Karriere hat ohne Herr Pichon, die wird geistliche und weltliche Musik von Johann Sebastian Bach gegenüber Georg Friedrich Händel stellen. Das ist das Eröffnungskonzert in Oktober. Dann geht es weiter im November zum Toten Sonntag, eine große Ausführung von Brahms' Deutsches Requiem. Brahms übrigens auch ein großer Bach-Verehrer war. Und dann springen wir nach dem Jahreswechsel über nach diesem Vie du Christ, Leben von Christus, um in den gleichen Monat März, dann Ende Monat März, die 3 letzten Symphonien von Mozart zu hören. Da werden dann einmal das Ensemble getrennt. Also das ist ein rein symphonisches Programm, um dann am Ende in April zu enden mit den Wurzeln des Ensembles, nämlich ein A cappella-Chorprogramm mit Musik von der Renaissance bis zum Zeitgenossen. Also ein wirklich sehr vollständiges Programm, ein sehr abwechslungsreiches Programm. Und ich glaube, damit wird Ihnen das Publikum ein volles Bild gezeigt von Pygmalion und seinem Gründer Raphael Pichon. Eine gute Tradition ist es ja seit vielen Jahren, dass neben der Künstlerresidenz weiteren Interpretinnen und Interpreten eine eigene kleine Konzertreihe gewidmet ist. Da wäre als erstes der junge Geiger Emanuel Cechnavorian. Was ist über ihn zu sagen? Der Geiger und Dirigent Emanuel Cechnavorian ist ein musikalisches Ausnahmetalent. Er ist 26 Jahre jung, ist er heute bereits ein begehrter Gast in allen großen Musikmetropolen weltweit. Seine typische Wiener Biografie
beginnt 1995 mit der Geburt in eine Musikerfamilie armenischer Abstammung in Wien. Die Mutter Naira Chechnavorian ist Pianistin, der Vater Loris Chechnavorian, Komponist und Dirigent und als Leiter des staatlichen Orchesters in Jerewan eine Kultfigur in Armenien. So will auch der kleine Emanuel bereits mit 5 Jahren Dirigent werden. Jedoch kann man in so jungem Alter noch kein Dirigierstudium beginnen. Daher nimmt er zunächst die Geige in die Hand. Zu seinem Glück. Mit 19 Jahren debütiert er mit großem Erfolg im Musikverein Wien und kuratiert dort kurze Zeit später seine eigene Konzertreihe mit 4 Konzerten. Es folgen Einladungen zu allen großen Orchestern. Heute ist er regelmäßiger Gast beim Gewandhausorchester Leipzig, beim Mahler Chamber Orchestra oder beim London Symphony Orchestra. 2018 erhält er den begehrten Opus Classic Preis. Seit 2020 ist er Exklusivkünstler beim Label Berlin Classics und moderiert außerdem seine eigene Radioshow, den Classic Check, in Wien. Höchste Zeit also, ihm ein Porträt in der Philharmonie Essen zu widmen. Wir erleben ihn hier in der Saison 2021-22 als Solisten mit den St. Petersburger Philharmonikern und den Essener Philharmonikern, als Kammermusiker mit Anna Winitskaya und Daniel Müller-Schott im Klaviertrio und als Dirigenten mit dem Württembergischen Kammerorchester und Werken der Wiener Klassik. Denn mit 19 Jahren hat er sich seinen Kindheitstraum dann doch erfüllt und ein Dirigierstudium begonnen, zunächst bei seinem Vater und später bei Meisterkursen für junge Dirigenten in England und Italien. Freuen Sie sich mit uns auf Emanuel Chechnavorian. Nicht mehr groß vorstellen muss man Götz Alsmann, der ja in den vergangenen Jahren hier ein gern gesehener Gast war. Worauf dürfen wir uns denn in der kommenden Spielzeit freuen? Ja, als Entertainer, Jazzer, Musikvermittler, alles, was man assoziiert bei Götz Alsmann, er hat es bei uns gemacht. In der Philharmonie ist ein gern gesehener Gast. Und seit 2 Spielzeiten haben wir auch einen besonderen Band mit ihm, mit dem Essener Philharmoniker. Am einigen Sonntagvormittag erhebt er dann ein Hauptwerk aus unserer Symphoniekonzerte heraus und moderiert die. Und mit nicht nur viel Humor, aber auch mit sehr viel Wissen kriegen wir sehr viel Information über diese Werke mit. Und seitdem ist er ein extra spezieller Freund geworden, der Essener Philharmoniker. Und es war einfach eine Frage der Zeit, auch ihm jetzt mal ein Carte Blanche zu bieten und ihm viele Konzerte zu bieten. Und die werden Ihnen jetzt von Frau Marie-Babette Nierens vorgestellt. Ja, vielen Dank, Herr Mulders. In der nächsten Spielzeit gehen wir 3-mal ins Konzert mit Götz Alsmann, mit den Essener Philharmonikern. Zudem präsentiert er sein neues Programm Liebe mit seiner Band und nimmt auch die Rolle des Erzählers im beliebten Kinderklassiker Peter und der Wolf ein von Sergei Prokofjew. Unter dem Titel 70 Jahre Wirtschaftswunder schenkt er uns ein echtes Schlagerprogramm mit Werken der 50er Jahre von Gerhard Winkler, Kurt Edelhagen und Michael Jari. Und mein persönliches Lieblingsprogramm findet hier im RWE-Pavillon statt, die Saturday Night Live-Sendung mit Götz Alsmann persönlich, in dem er musikalisch und in Worten an diversen Instrumenten hier aus seinem Leben, aus seinem musikalischen Leben und seinen Begegnungen vieler Jahrzehnte vielfältigen Schaffens berichtet und unterhält. Und das auf seine ganz eigene, unnachahmliche Art und Weise. Kommen wir zur neuen Musik. 10 Jahre Festival Now hieß es in der vergangenen Spielzeit. Jetzt in der 11. Auflage blicken wir auf ein ganz interessantes Thema: Mikrokosmos und Makrokosmos. Was steckt dahinter, Babette? Der 11. Jahrgang des Festival Now für zeitgenössische Musik steht unter diesem Motto Mikrokosmos, Makrokosmos. Die Idee, aus einem kleinen Teilchen, einem einzelnen Motiv, einen ganzen musikalischen Kosmos zu schaffen, ist spätestens seit der Wiener Klassik fest in der Musik verankert. Zentrale Werke des 20. und 21. Jahrhunderts sind aus diesem Gedankengut entstanden. Das Festival Now 2021 nähert sich der Idee des Mikrokosmos, Makrokosmos mit 20 Konzerten und Uraufführungen, deutschen Erstaufführungen auch, von Karl-Heinz Stockhausen, Simon Steen Andersen, Rebecca Saunders, Brad Dean, Nikolaus A. Huber, Michael Edwards und weiteren Komponisten der Gegenwart, die zu diesem Thema exemplarische Werke geschrieben haben. Besonders freuen wir uns, dass wir auf gutem Wege sind, die deutsche Erstaufführung von Karl-Heinz Stockhausens Werk Luzifers Tanz
aus der Oper Samstag aus Licht hier im Alfred-Krupp-Saal der Philharmonie Essen auf die Bühne zu bringen. Hierfür konnten wir das in der Partitur verlangte symphonische Blasorchester aus 70 Bläsern und 10 Perkussionisten im Rahmen einer bislang einzigartigen Kooperation mit Masterstudenten aller 5 Hochschulen aus NRW zusammenstellen. Ein wahres Mammutprojekt und musikalisches Paradestück zur Idee von Mikrokosmos, Makrokosmos. Jetzt sollten wir uns aber unserer Reihe der großen Orchester und Dirigenten widmen. Wer kommt denn alles nach Essen? Viel Prominenz kommt nach Essen. Also wir eröffnen mit 2 ganz großen Orchester und 2 ganz großen Dirigenten. Am 31. August kommt Bayreuth nach Essen, so haben wir es auch genannt. Das Festspielorchester aus Bayreuth kommt unter der Leitung von Andris Nelsons. Sie kennen ihn als Chef aus Boston und Leipzig und bringen da ein großes Projekt mit vielen Höhepunkten aus Opern von Richard Wagner natürlich. Die Walküre, Götterdämmerung, Parsifal und Lohengrin. Und dann 10 Tage später, nach 9 Jahren Abwesenheit, können wir uns freuen auf Christian Thielemann, der mit seiner Staatskapelle Dresden ein sehr schönes und populäres Programm bringt, nämlich das beliebte Klavierkonzert von Edvard Grieg mit Pianist Denis Matsueyev und den 8. Symphonie von Beethoven. Beethoven ist auch das Thema von Andras Schiff, Sir Andras Schiff, den wir im Orchestra of the Age of Enlightenment im Mai 2022 begrüßen. Er spielt das 1. und 2. Klavierkonzert und dirigiert gleichzeitig sein Ensemble vom Klavier aus. Wir freuen uns auf London Philharmonic mit Jan Liszewski, auf die Wiener Philharmoniker mit Valery Gergiev, einem russischen Programm, und auch auf Wiederbegegnungen mit zahlreichen Residenzkünstlern der letzten Jahre, die zum Teil der philharmonischen Familie geworden sind, nämlich mit Philipp Herrewege, Ivor Bolton und Daniel Hope, der eine große Silvestergala feiern wird hier in der Philharmonie mit dem Titel 100 Jahre Hollywood. Wie sagte es Richard Wagner so treffend, das älteste, echteste und schönste Organ der Musik ist die menschliche Stimme. Welche Sängerinnen und Sänger werden uns denn mit ihrer Schönheit der Stimme begeistern? Ja, auch die kommende Spielzeit kommen wieder ganz große Stimmen zu uns in der Philharmonie. Wir fangen im Oktober an mit Filip Jaruzelski, die Titelrolle in der italienischen Oper von Georg Friedrich Händel Radamisto singen wird, mit einer tollen Besetzung um ihn herum und unser Favoriten-Ensemble Pomodoro aus Italien. Dann im November, Dezember kommen 3 Weltklasse-Mezzi zu uns, Elina Garancia, Joyce Di Donato und Cecilia Bartoli. Elena Garancia bringt ein gemischtes Programm. Joyce Di Donato singt die Titelrolle in Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora mit großen Stars der Metropolitan Opera. Und in Weihnachtszeit bringt Cecilia Bartoli, diesmal als Sopran, mit der Countertenor Franco Fagioli das berühmte Werk Pergolesi Stabat Mater zu Gehör. Und wir enden dann die Saison mit einem Knaller im März, nämlich Diana Damrau und Jonas Kaufmann, die die Liebeslieder von Robert Schumann und Johannes Brahms zu Gehör bringen. Bei den Liederabenden haben wir ein ganz besonderes Format in diesem Jahr, nämlich wir haben 4 große Baritone unserer Zeit eingeladen. Das sind Matthias Görne, Michael Volle mit der schönen Magellone, Thomas Hemsen mit einem Programm begleitet von Orgel, dem Organisten Martin Haselberg mit Werken von Johann Sebastian Bach bis zu Crump, und dem vielleicht interessantesten jungen Bariton unserer Zeit, André Schuhen. Eine ganz spannende Reihe in den vergangenen Jahren ist ja Sounds of Heimat. Letztendlich führen uns darin Musikerinnen und Musiker zu ihren jeweiligen kulturellen Wurzeln. Was gibt es diesmal zu entdecken? Wir freuen uns zum einen auf das Weltmusikfestival Sounds of und auf die Reihe Sounds of Heimat. Das Weltmusikfestival veranstalten wir zum 2. Mal mit Unterstützung der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Ein 3-tägiges Weltmusikfestival in und um die Philharmonie. Und dieses Mal mit Sounds from East to West und den Stars der Weltmusikszene aus dem Nahen Osten. Wir freuen uns auf den syrischen Klarinettisten und Komponisten Kinan Azmi und seine City Band. Auf den tunesischen Oud-Spieler Anwar Brahim, auf Ibrahim Kevo, Dima Orsho
und zum großen Open-Air-Tag bei freiem Eintritt im Stadtgarten vor der Philharmonie die Morgenland All-Star-Band mit allen Solisten des Festivals. Ebenfalls mit Unterstützung der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung realisieren wir die zweite Ausgabe unserer Konzertreihe Sounds of Heimat. Wie du angedeutet hast, ist das eine wahre Fundgrube an musikalischer Vielfalt durch alle Genres der Musik. Traditionelle, folkloristische Anklänge verbinden sich mit Elementen der klassischen Musik, aber auch Jazz, Tanz und Popmusik zum Teil entwickelt einen mitreißenden Dialog der Kulturen. Wir haben ja eine lange Zeit des Lockdowns hinter uns. Und da haben nicht zuletzt die Essener Philharmoniker mit ihren Online-Konzerten signalisiert, dass die Musik eben nicht verstummt ist. Jetzt freuen wir uns aber wieder auf Live-Konzerte unseres Orchesters und das mit vielen interessanten Gästen, Hein. Viel prominente Solisten kommen zu den Essener Philharmoniker in der kommenden Spielzeit. Die drei Solobläser zum Beispiel, der Berliner Philharmoniker, der Flötist Emmanuel Bahü, der Oboist Albrecht Mayer und der Klarinettist Andreas Ottensamer kommen in drei unterschiedliche Programme zu uns. Und dann auch viele wunderbare Pianisten, Boris Geldburg, Boris Berezowski und die Jüssen-Brüder aus Holland. Und schlussendlich kommt auch Frank-Peter Zimmermann wieder zu uns und wird das nicht so oft gespielte Violinkonzert von Robert Schumann zu Gehör bringen. Wir werden weiter auch unsere Gustav Mahler-Zyklus fortsetzen, inklusive CD-Aufnahme. Diesmal wird es die zweite Symphonie von Gustav Mahler sein, der Auferstehungssymphonie. Verehrtes Publikum, Sie haben einen Einblick erhalten in das neue Programm der Philharmonie Essen. Ich sage herzlichen Dank Hein Mulders und Marie Babette Nierenz. Und Ihnen, liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde, können wir nur sagen, herzlich willkommen zur neuen Spielzeit und bleiben Sie gesund.